Ja, bleiben Sie im Haus, ich werde schauen. So ein. Oh mein Gott, das war schon der zweite, der heute versucht hat, einen Polizisten zu töten. Moin und recht herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge LSPDFA. Heute sind wir mal mit dem schicken Golf der Niedersachsen Edition von DFL Modding unterwegs. Link zum Fahrzeug packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Übrigens, danke an 200 Abonnenten. Krass, hätte ich nicht gedacht, dass ich das überhaupt jemals schaffe. Also wirklich, Props gehen raus an euch, dass ihr so mich krass supportet. Danke, danke. Wirklich sehr cool. Wir haben auch schon den ersten Einsatz. Und zwar hat jemand wohl etwas Explosives in der Hand für Sondercode 2 Responden. Was rufen die Cops an? Ja, auf jeden Fall, wenn ihr euch das Video gefällt, Like, Abo und die Glocke nicht vergessen. Schickt das Video euren Freunden, schreibt einen Kommentar. Und dann würde ich sagen, suche ich mal die Person, die etwas Explosives in der Hand halten soll. Noch habe ich sie nicht gesehen. Mal gucken. Wo ist sie denn? Ist sie das? Hallo, sind sie das? Hallo? Ich hab keinen Bock, dem richtig hinterher zu laufen. Aus dem Weg. Ist er da hinten oder was? Okay, also bewegt sich recht schnell, wie es ausschaut. Oh Gott, da ist der Typ ja schon. Lass mal den Taser raus. Guten Tag, was machen Sie hier? Ja, nicht gut. Ich habe eine Bombe in der Hand. Und was wollen Sie mit der Bombe machen? Ich will Cops. Alter, der wollte mich damit gerade wirklich in die Luft jagen. Boah. Oh mein Gott, Digga. Rettungsdienst. Gut, dann. Das für sie wohl nicht so gut aus. Aua, die Sirenen tun echt weh. Ja, dann guck mal, ob er den wieder hinkriegt. Gut, ihr hättet euch ein bisschen besser hinstellen können. Ich erlaube mir mal, euren Wagen zu nehmen und den zur Seite zu fahren. Das wollte nicht, sorry, ich wollte nicht hier Karre rammen. So, dann packe ich den hier hin. CPF hergeschlagen, ja gut, okay. Dann durchsuche ich den mal schnell. Eine Waffe und noch ein paar, wie heißt das? Noch ein paar Bomben. Gut, dann würde ich sagen, was ist hier mit dem Einsatz? Die Gerichtsmedizin sammelt ihn noch ein und wir sehen uns dann beim nächsten. Bis gleich! Das war ja wohl schon rot, an den weißen meine ich. Also, der ist ja erst über die Kreuzung gefahren, als wir schon grün hatten. Dann kann der da vorne gleich mal rechts anrand fahren. Kann kein Deutsch mehr auf einmal. So, fahren Sie mal rechts ran da vorne bitte. Hallo. Fahren Sie jetzt ran. Die rote Ampel ist nicht so wichtig. Ja doch, ist sie eigentlich schon, aber deswegen habe ich sie angehalten. Okay. Perfekt, so, dann steige ich hier mal aus und frage den mal. Guten Tag, einmal alle Ihre Dokumente bitte. Yep. Oh, ist nur sie, ups. LKW, was bist du denn bitte? So, dann, haben Sie was getrunken?
Ich hatte einen ganz fein zu Blue Quad, was auch immer das ist. Haben sie irgendwie Drogen konsumiert? Meine Tante ist an einem Böses Coke Kindersekt gestorben, nein. Hä? Ja, gut. Wo kommen sie her? Aus der Hölle. Wo geht's hin? Wahrscheinlich in den Himmel. Wo geht es nach Warmwistor? Oh mein Gott. Wieso sind sie über Rot gefahren? Das war eindeutig Rot. In Blinker haben sie, glaube ich, auch nicht gesetzt, aber. Ich werde sie erstmal überprüfen. Sieh hier, sie können auch weiterfahren, ne? Leg dich nicht mit mir an. So. Also. Fahrerlaubnis entzogen. Der Wagen. Okay. Dann kriegt sie. Fahrenverkehr. Rücksichtslos fahren, weil sie ist ja über Rot gefahren. Dann muss ich noch. Wo ist das bei Rot gefahren? So, Fahrzeug, dann, achso, hier, Dokumente, fahren ohne Führerschein, war der Führerschein abgelaufen? Ne, ich glaube nicht, ne? Gut, dann war's das. Dann kriegt sie hier die Einträge. Und dann wird das Urteil gefällt. 1000 Fahrzeugquetsche. Dankeschön, sehr nett. Achso. Dann können Sie mal aussteigen. Und wenn wir schon dabei sind, kommen Sie mal her. Dann machen wir. Drehen Sie sich mal um. Ich will Sie mal filzen. Vielleicht haben Sie was Illegales bei sich. Blutige RH-Melde, was auch immer das ist. Sie sind aber deswegen festgenommen, weil das scheint illegal zu sein, umdrehen. Die sind ja auch ohne Führerschein gefahren. So. Dann werde ich erstmal auch ihr Fahrzeug. Gehen Sie mal weg da bitte. Dann werde ich mal ihr Fahrzeug durchsuchen. Gut, hier ist. Dann hätte ich gerne mal einen Abschlepper. Und Sie kommen mal mit. Sie dürfen hin im Golf hinten sitzen. Seien Sie froh. Einmal in den Front. Hallo? So, perfekt. Jetzt macht sie doch jetzt selber die Tür zu. Oh mein Gott. So, dann scheint das hier okay zu sein. Und dann werde ich sie mal zum nächsten Knast fahren. Und der Abschlepper fährt ein Schild um. Ja gut, den Abschlepper lasse ich mal fahren, weil die machen ja auch nur ihren Job. Dann fahre ich mal zum Knast und wir sehen uns dann da. Bis gleich. So, da haben wir schon den nächsten Einsatz. Shots feiert. Ich bin schon am Anfahren hier. Mal gucken, wo wird hier geschossen. MPD. Ach, er oder wer? Ich dachte, hier wird Shots feiert. Mir wurden Shots feiert gemeldet. Hier wird doch gar nicht geschossen. Hallo? Was geht hier ab? Ich habe ein paar laute Schüsse gehört. Was waren das für? So. Wie von einer Waffe. Bin sicher. Ja, bleiben Sie im Haus, ich werde schauen. So ein. Oh mein Gott, das war schon der zweite, der heute versucht hat, Polizisten einen Polizisten zu töten. Was haben denn heute. Ist in Niedersachsen die Polizei nicht gemocht oder was? Hä? Also. Gott. Hey, jetzt habe ich den nächsten Einsatz schon, oder wie? Cesar. Oh. Cesar Alvera. Nee, Rest. So. Scheint nicht gefunden zu sein. Werde ich den Einsatz mal beenden und hier. Guck mal, ob ihr den wieder hinkriegt. Aber der hat leider ein paar Kugeln gefressen, so. Der hat mich halt angegriffen, ne? Also ich denke mal nicht, dass ihr den nochmal hinbekommt. Wäre natürlich schön, wenn ihr den nochmal hinbekommt, aber sieht glaube ich nicht so gut aus wie den, ne? Okay, ich halte mich ein bisschen fern natürlich. Na, schade. Dann können sie weitergehen und
Dann werde ich ihn mal filzen. Eine Pistole. Dann fordere ich mal eine Gerichtsmedizin an. Hallo, der Herr. Hallo. Stehen bleiben, Polizei. Bleiben Sie stehen. Runter auf den Boden. Nein, das ist jetzt nicht ernsthaft passiert, oder? Nein. Oh mein Gott. Nein. Oh mein Gott, ich hab den jetzt nicht niedergeballert, oder? Nein, das habe ich jetzt nicht gemacht, oder? Der ist doch... Ach Gott, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Ja, danke, dass auch mal einer an mich denkt. Dankeschön. So, und jetzt gucken wir, ob ihr den wieder hinkriegt. Der ist weggelaufen und, ich wollte ihn eigentlich tasern. Woher hab ich denn die Waffe? Ich wollte ihn tasern, aber... war irgendwie nicht. Und dann war er auf einmal tot. Wie soll ich das sagen? War halt so, ne? Ja, natürlich halten wir ein bisschen Abstand. Bitte sagt, dass ihr den wieder hinkriegt. Gut, dann. Das wäre lustig gewesen, wenn der jetzt gelebt hätte. Dann einmal eine Gerichtsmedizin bitte, dann werde ich mal filzen, warum auch immer er weggelaufen ist vor uns. Aha, der hat die Cops abgehört, deswegen. Aha. Gut zu wissen. Dann gehe ich mal zum nächsten Einsatz. Und, also ich warte auf den nächsten Einsatz und wir sehen uns dann. Oder ihr seht das dann auch. Bis gleich. So, da vorne scheint wohl irgendwie ein Fahrrad, ein Fahrzeug, irgendwie sowas zu sein. Sieht auf jeden Fall schon mal so aus. Ja, ein Fahrrad, ne? Perfekt, ein Fahrrad. Ein Rennradfahrer. Bitte halten Sie an. Anhalten, Polizei. Dann stopp ich Sie. Das war jetzt nicht meine Absicht, das tut mir leid. Hallo, bleiben Sie bitte stehen. Stehen bleiben. Polizei, bleiben Sie stehen. Ich hole mal ein paar Einheiten dazu. Bleiben Sie stehen, Polizei. Weglaufen lohnt sich nicht. Verbrechen lohnt sich nicht. Nichts lohnt sich, solange ich im hier bin und für die Sicherheit sorge. Kommt Einheiten, kommt, 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 helft mal. Warum auch immer das jetzt eine Army-Einheit ist. Ich hätte den Wagen eigentlich replaced. Hat ja viel gebracht, wie man gesehen hat dann. Nicht. Oh, süßes Hoppelhäschen. So. Lange kann ich nicht mehr laufen. Aber ich habe keinen Bock, dem eine Kugel zu drücken. Weil Taser kommt bis dahin nicht hin. Ja, jetzt hat er einen Fehler gemacht. Bin schon mal ein Stück näher dran. Oh. So, jetzt bleiben sie endlich stehen. Perfekt. So, und jetzt runter auf den Boden. Runter auf den Boden sofort. Runter auf den Boden sofort. Oh, ja gut. Sie können natürlich auch in den Boden gehen. Das ist natürlich ihre Sache. Ich hoffe, es kommt kein Zug jetzt. Ach, er hat das Bike sogar geklaut. Gut, dann werde ich sie mir mal greifen. Und werde sie mal zurückbringen. Das wird natürlich jetzt leider echt lange dauern. So, jetzt sind wir hier im Auto angekommen. Ich stecke ihn, glaube ich, auch gleich mal hinten rein, damit er auch sicher ist. Aber jetzt habe ich ihn nicht durchsucht. Ja, komm, egal. Dann lass das Fahrzeug ab. Das Fahrzeug, genau. Das ist natürlich auch ein Fahrzeug. Nee, ich meine das Fahrrad. Einmal abschleppen. Und dann würde ich sagen, dass ich den Herrn noch zum Gefängnis bringe.
Und dann war's das mit dem heutigen Video. Wenn es euch gefallen hat, Like, Abo und die Glocke nicht vergessen. Schickt das Video eure Freunde. Schreibt einen Kommentar. Road to 250 und bis zum nächsten Mal. Ciao!